Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu The Evil Within The Assignment. Der DLC ist endlich draußen, nach einigen Monaten, nachdem das Hauptspiel ja released worden ist. Und wir zocken den gemeinsam mal an auf der PlayStation 4 und dann schaue ich mal, ob ihr da Bock drauf habt. Lasst auf jeden Fall nach dem ersten Part gerne mal euer Feedback zum DLC in den Kommentaren da. Und wenn es euch gefällt und ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall auch eine Bewertung positiv natürlich, wenn es euch gefallen hat. Es bleibt aber euch überlassen. So, wir haben hier Detective Julie Kidman findet sich in der Dunkelheit des Stem wieder, wo sie während ihrer Mission mit Ruvix und ihren eigenen persönlichen Dämonen konfrontiert wird. Ja, wir spielen Kidman in dem DLC und ich will gar nicht lange quatschen, wir fangen einfach mal an. Gehören Sie zu Morbius? Herr, ich habe meine Wahl getroffen. Okay, Kapitel 1, der Schwur. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz was gucken, bevor wir loslegen. Und zwar ist der DLC, das kann ich euch nochmal kurz mitteilen, fast 8 GB groß, soll ungefähr 3 bis 4 Stunden gehen und kostet 10 Euro. Ich möchte jetzt ganz kurz mal gucken, aber ich schätze es einfach mal, dass sie es nicht getan haben. Dass man zumindest beim DLC die Kannen ausstellen kann, beziehungsweise die Balken, geht es. Lebensanzeige. Ich gucke ganz kurz. Nee, geht leider nicht. Wäre schön gewesen, aber dann bleibt es wohl nur auf dem PC möglich. Okay. Wie gesagt, das Hauptspiel ist ja schon eine Weile her. Ich war nicht allein. Wo sind sie alle hin? Aber er fängt schon mal gut an, der DLC, oder Leute? Besonders die Jungs, ihr wisst schon, was ich meine. So, ein halbes Jahr ist es schon wieder her. Ich glaube, im Oktober kam das Hauptspiel, oder? Ey, mein Gott, die Zeit verfliegt und seitdem hat man gefühlt fast gar nichts Neues gezockt oder so. Naja. Oh, Leslie. Ich muss... Okay, Moment. Ich muss hier weg. Tja, Oscar.
Was ich sagen wollte, ich muss zugeben, ich habe schon wieder sehr viel vergessen vom Hauptspiel. Ich weiß zwar noch, wer die Personen sind und so weiter. Wie kann ich denn nochmal... Kann ich nicht in die Hocke gehen? Schultertaste? War das nicht Schultertaste? Ah, okay. Unter anderem... Riecht wie Blut. Die Steuerung habe ich komplett vergessen. Was zur Hölle ist das? Und auch einiges von der Story. Du sicherst hier. Toll, jetzt ärgert mich das schon wieder, dass ich nicht den rechten Weg erst gegangen bin. Da war ja eine Weggabelung. Unmöglich. Hey, wo ist Joseph? Shit, wer steht da? Leslie ist es, ja. Beruhige dich, Leslie. 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 Leslie with us. Wie bitte? Kate, konzentrieren Sie sich. Und passen Sie gut auf. Das ist eine ernste Angelegenheit. Wie alles, was wir tun. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das würde ich gern glauben, aber Worten müssen Taten folgen. Wie gesagt, Ihre Zielperson ist Leslie Withers. Er ist Patient in der Beacon Nervenklinik. Aber das ist nicht alles. Kurz gesagt, wir brauchen ihn für unser STEM-System. Ohne ihn ist unsere Forschung bedeutungslos. Ich verstehe nicht ganz. Uns gehört Beacon. Warum holen wir ihn nicht? Unsere Beziehung zu seinem Betreuer, Marcelo Jimenez, ist angespannt. Der Junge ist ein Druckmittel. Jimenez will einen STEM-Prototypen in Beacon aktivieren. Ohne Erlaubnis. Das können wir nicht zulassen. Machen Sie sich nichts vor. Es wird gefährlich. Kommen Sie. Gehen wir. Die Schwestern warten schon. Du? Wo kommst du denn her? Okay. Kann ich irgendwas wählen? X drücken? Ja, schön. Weiter? Weiter. Ein kleines Kätzchen mit roten Augen und roter Schleife um den Hals. Ich muss alleine schon sagen, ich weiß gar nicht ganz genau, wann das spielt eigentlich. Während wir mit Sebastian unterwegs sind? Oder noch davor sogar? Das hier könnte vielleicht sogar davor sein, dass ihr den Auftrag noch bekommt. Und dann fahren wir ja in dem Auto, wo man dann schon gemerkt hat, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt. Ja, ich schau mal und natürlich gerne mit eurer Hilfe, dass wir uns nochmal alle die Story auffrischen. Warum ist sein Gesicht so unkenntlich? Also, wow. Ich muss sagen, bisher positiv überrascht, wie die den DLC hier so ein bisschen einläuten. Erstmal eine geile Szene auf ihren Arsch, ne? Bisschen Horror schon, beziehungsweise Schockmomente. Irgendeine Stimme hat ja auch gerade eben zu ihr noch geredet. Oder ist sie gerade in diesem Container drin? Das kann natürlich auch alles sein.
Mann, ey. Mist, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Aber Sebastian wurde ja dann am Ende da rausgeholt. Vielleicht ist sie ja auch da drinnen und deswegen hört sie die Stimme. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal. Vielleicht erstmal ein bisschen weiter zocken und dann bekommt man darauf Antworten. Achso, halten. Ja. Guck mal, sein Gesicht ist jetzt nicht verschwommen. Wenn Jimenez das System aktiviert, landen sie drin. Hoffentlich tut das nicht, aber wir haben eine Infusion vorbereitet. Zum Schutz vor Kontaminierung. Wie eine Impfung? Zu meinem Schutz? Eher um sie zu verstecken. Wir haben STEM entwickelt, aber es gibt einen Geist im System. Etwas, das wir Ruvik nennen. Es will uns fernhalten. Die Infusion sollte sie etwas schützen. Warum gehe ich allein? Sie werden nicht allein sein. Ihr Team vom KPD begleitet Sie. Sie werden über Funk von einem Vorfall im Beacon hören. Alles ist genau vorbereitet. Aber deren Schicksal ist unerheblich. Für die Mission müssen Opfer erbracht werden. Bitte, nehmen Sie Platz. Wir brauchen den Jungen. Mit ihm können wir alles verändern. Ich hole Ihnen den Jungen. Sie kennen die Folgen, falls Sie scheitern sollten. Loyalität nehmen wir sehr ernst. Vertrauen ist sehr kostbar in der heutigen Welt. Also frage ich nochmal. Gehören Sie zu Mobius? Ja. Ich habe meine Wahl getroffen. Jetzt müssen Ihren Worten Taten folgen. Zaudern Sie nicht. So, ich zähle jetzt rückwärts. Und wenn ich fertig bin, stelle ich Ihnen ein paar Fragen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Jetzt werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Haben Sie sich schon mal von denen verlassen gefühlt, denen Sie trauen? Ey, ohne Witz, der DLC ist saugeil bisher. Also, ist cool. Aber nicht zu früh freuen, es gab auch im Hauptspiel einige Kapitel, die ganz nice waren. Und dann einige Kapitel, die ein totaler Reinfall waren. Also da war die Spanne zwischen teilweise richtig gut und teilweise unfassbar scheiße langweilig. Ja, mal gucken. Es fängt auf jeden Fall aber schon mal sehr gut an, finde ich persönlich. Eine Taschenlampe.
Immer gut. Was ist hier los? Wo sind alle hin? Ach, das mit dem konzentrierten Strahl kenne ich ja noch aus Alan Wake. Das ist auch cool. Ich würde sagen, ich mache euch den ersten Part auch mal ein bisschen länger, beziehungsweise muss gucken, wann es wieder ans Speichern geht. Die Frage ist ja, vielleicht wird sie auch gleich beantwortet, gibt es hier wieder dieses Geld zum Einsammeln? Nicht das Licht! Durchhalten, ich finde einen Weg rein. Warte. Warte doch mal. Geh doch nicht so voreilig da rein einfach. Bitte. Nein. Dein Körper. What the fuck? Was zur Hölle? Das war so eine kleine Mischung aus den Krankenschwestern aus Silent Hill und bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch nur wegen dem Gang, aber muss ich an den Songbird aus Bioshock denken. Okay, da ist der halbe Körper. Cool. Immerhin nicht zu gierig gewesen, sondern nur den halben Körper genommen. Na, lecker. Scheiße. Das hätte ich sein können. Das hat sich ja gelohnt. Und irgendwie habe ich auch den Eindruck, hatte sie nicht im Hauptspiel eine andere Stimme? Ich weiß es gar nicht. Komm, geht es nicht hier auf, oder was? Bam, hier. War so klar. Ah, diese Rüttel-Scheiße. Ich hasse es schon bei den Capcom-Spielen. Mein Controller ist sowieso schon halb im Arsch. Aber dadurch wird es nicht besser. Ich fürchte, die psychischen Probleme der Subjekte behindern unsere Forschung. Mobius will statt Patienten aus Beacon stabilere Persönlichkeiten nutzen. Sie wollen Stem an die geplante Nutzung heranführen. Werden Sie die Welt auf die gleiche Weise erleben? Übersteht ein gesunder Geist dieses psychisch fordernde Erlebnis? Ich hatte wieder diesen Traum. Ich habe mich mit dem Stem verbunden. Ach, Gegner anlocken. Was ist das denn hier? Während du in Deckung bist, kannst du Gegner rufen, um sie in deine Richtung zu locken. Wieso war da einer? Deckung nutzen. Deckung gehen, um Ecke spähen. Ja, das hat sich sogar gereimt. Verstecke dich hinter Ecken und unter niedrigen Objekten. Du kannst dich an Wänden entlang bewegen, um Ecken herum spähen, Gegner anlocken. Mein Gott, man hört doch schon das Scheißvieh.
hier drüben. Die Frage ist ja... Hey! What the fuck? Hinter mir ist irgendwas. Zu 1000%. Bam! High Heels Kick! Ich hasse das, gegen irgendwelche Gegner zu kämpfen, wenn ich keine Waffen habe. Na Mist, und ich und Schleichen, das wird doch nichts. Oh Gott, nee, ey. Warum setzt der DLC denn auf Schleichen? Ich kann das doch gar nicht. Ich bin nur so scheiße in Schleichen. Ich kann nicht mal einen Furz schleichen lassen, Mann. Hier nochmal anfangen? Oh. Na gut, egal. Passt schon. Dann würde ich sagen, mal hier den ersten Cut. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, weil ich bin mir wirklich noch nicht ganz sicher, ob wir den DLC wirklich durchzogen, dann lasst auf jeden Fall ein bisschen Feedback da. Ja, schreibt mal gerne euren Ersteindruck zum DLC in den Kommentaren. Mir, wie gesagt, gefällt es eigentlich. Nur das Schleichen. Ja, gut, diese... ist nicht meine Stärke, ja? Und deswegen muss ich mal gucken, wie ich damit klarkomme. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, auch mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall auch eine Bewertung da. Ansonsten erstmal danke fürs Zusehen und auf jeden Fall habt ihr erstmal einen Eindruck bekommen vom Spiel, beziehungsweise vom DLC. Ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.